Oder? Nee, es kommt ein Ladescreen. Sorry. Ja, kann man schon mal verwechseln. Ladescreen, Kapitel 4. So ziemlich ähnlich. Das kann schon mal passieren. Meine Fresse. Ja, auf jeden Fall. Ladezeiten. Ladevorgang bei den Ladezeiten. Kein Kapitel 4. Hey Chase. Schade. Hallo Ellie, was gibt es? Hast du Frank gesehen? Er besorgt gerade was für mich. Sorry, ich habe ihn nicht gesehen. Aber wo ich dich gerade dran habe, weißt du was von dem Raub in der Bluebell-Mine? Klar, Duke hat mich damals mitgenommen. Ein paar Gangster haben Ausrüstung mitgehen lassen. Aber bevor wir den Zeugen befragen konnten, hat Danby uns von dem Fall abgezogen. Es gab einen Zeugen? Ja, so ein schräger alter Kerl, Clarence Fletcher. Seine Freunde nennen ihn Stinker. Hübsch. Danke, Ellie. Ich hab so eine Ahnung, dass Stinker weiß, wer Rex' Freunde hier draußen sind. Und ich halte die Augen auf Frank offen. Und nimm den Zug im Bahnhof von Cherry Tree Hills. Von da aus bist du schneller bei der Mine. Naja. Wobei ich glaube doch, jetzt kommt Kapitel 4. Naja. Auf jeden Fall. Aber jetzt die Bahnhöfe aktivieren. Yay! So, wir haben jetzt natürlich noch 8000 gleich wieder. Okay. Weil dann kann ich die Fluffbeard. Ah, Fluffbeard ist da oben drin. Immer noch schön. Nette Details. So, jetzt will ich mal gucken. Da haben wir was. Muss das nochmal in Vorbereitung machen. Moment, wo ist mein. Hier, da. So, dann wollen wir mal gucken. Weil wir haben ja hier die Möglichkeit. Das ist offen. So. Nummer 1. Ich war echt der Meinung, das wäre. Ich dachte echt, das wäre. Ja, wie heißt. Klauschund, der Schriftzug. So, aber ja auch schon die ganzen. Weil die Polizeiautos, die sind ja schon blau. Aber. Baue ich das jetzt? Nein, ich baue es noch nicht. Oder? Nee, lass mal. Aber wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Ja, weil die sind schon blau. Naja. Wir wollten jetzt hier zum Zug. Und genau. Bluebell Nationalpark. So, und der Zug ist schon da. Also dürfen wir ja gleich da rein.
So, dann sind wir jetzt da. So, wo waren die Mine? Die Mine, die gute Mine. Machen wir mal gute Mine zum bösen Spiel. Ach, da. Hey, du! Sofort anhalten! Nach Minenvorschrift 4 Absatz 5 darf niemand ohne Genehmigung in die Mine. Richtig. Hier kommt keiner rein, der nicht rein darf. Nicht während meiner Schicht. Die ist vorbei, wenn die Schichtsirene ertönt. Warum sage ich das eigentlich? Warum sprichst du so komisch? Das wäre sehr gut zu wissen. Aber dann können wir nachhelfen. Wer schließt denn ein Ventilrad in ein Tresor ein? Außerdem bin ich Polizei. Ja, ich nehme keiner auf den. Oh, Schichtende. Und schon kann er nochmal sprechen. Alles klar. Warum auch nicht? Ja. Moment. So, kurze Pause. Ich muss mal kurz gucken, wegen den Dateien, ob da alles noch muss. Und damit bin ich wieder zurück. Ich habe mich ausgeraged. Und, nee. Ohne Worte. Einfach ohne Worte. Ich weiß nicht, was da schief laufen tut. Aber... es ist nicht so schön. So, jetzt muss ich mein Mikrofon erstmal richten wieder. Das ist übrigens das erste Projekt, also wo das Rode NT-USB richtig zum Einsatz kommt. Und ich habe das auch ein bisschen beansprucht schon. Weil eben bin ich nämlich ein bisschen ausgerastet, habe sie rumgeschrieben. Andere Seite des Hauptstollens. Puh, kannst du nicht verfehlen. Geht hoffentlich bald in Rente. Pfui, Deibel. Da ist er! Puste ihn weg! Mit dem Dynamit! Oh. Ja. Was zum Kuckuck? Auf jeden Fall, ich bin sehr abgefuckt. Wer von euch Typen war das? Zum letzten Mal! Dynamit ist nicht zum Spielen da! Und du! Zieh dir Schutzkleidung an! Aye, Sir! Aye. Hat man jemals rausgefunden, warum diese Typen die Ausrüstung geklaut haben? Keine Ahnung. Vielleicht planen sie ihre eigene Mine. Damit kann man ja nur graben. Idioten! Hätten sich die Arbeit sparen und das ganze Erz einfach holen? So, auf jeden Fall. Das fand ich so zum Abfacken. Ich meine, ich versuche seit einer Stunde hier gefühlt das auf die Reihe zu kriegen, dass die Capture Card läuft, beziehungsweise das Programm, beziehungsweise beides zusammen. Und dann, ich konnte jetzt auch noch nichts essen und eigentlich wollte ich jetzt schon fertig sein mit dem Kapitel, aber... Zwischenzeitlich war er genauso platt wie die Witze, die er sich danach anhören musste. Ja, auf jeden Fall. Mein Soll schaffe ich diesen Monat locker und mit dem Bonus lasse ich mich dann im Wellnessladen ordentlich verwöhnen. Nee, also echt mal. So, was ist Instagram? Neue Meldung. Hatte ja gehofft, so, dass wir uns ein Werkzeug aussuchen dürfen, aber der Vorarbeiter jemand, der mal wieder live ist. Ans Herz gelegt, das Gebäude, das Blackwell plante, sah richtig toll aus. Aber da hätte ich mir sicher nichts drin leisten können. Ganz bestimmt. Nicht unsere Preisklasse. Ach so. Yay, wir sind Minenarbeiter, Chase. Beziehungsweise Bergarbeiter. Und damit haben wir die Hälfte schon. Das wird ein echter Knaller. So. So macht man das. Ja, auf jeden Fall, ich könnte mich so aufregen, weil das hat so viel Zeit verschwendet. Zwischendurch die Konsole abgestürzt wegen USB-Port und halt die
Fresse, sage ich nur so. Ey, das kotzt mich so an. Das kann's echt nicht sein, ey. So, ich nehme ich mal mit. Also, egal. So. Eigentlich wollte ich hier noch ein Essen machen. Das ist eigentlich, was ich gegessen habe. Bisher war so ein Eierlikör-Pralino. Berliner. Sprechen wir auch langsam nichts mehr, also. So. Optisch steckt da eine Münze rein. Tatsächlich aber nicht. Gleich am ersten Tag die ganze Anlage lahmgelegt. Das ist natürlich gut. Alles kommt, danke. Ohne dich wäre ich jetzt arbeitslos. Schön. Wir sind halt ein Helfer. Wir helfen doch. Oh, und ich liebe diesen Soundtrack. Oh, der ist so geil. Die Gleise repariert. Beste Freunde für immer. Willst du meine Lore schieben? Wow, was für eine Explosion. Erst hat es voll Wumps gemacht. Und ich so, boah, ey. Und verhaftet. So, mir egal, ich will hier durchrushen. Noch mehr von den Lappen. Und verhaftet. Oh, und ich werde bereits erwartet. Du machst dich ab. So, tschüss. Ja, ihr merkt vielleicht, ich bin leicht gereizt. Leicht. Ganz kleines bisschen. Aber das liegt an den Umständen. Okay, verstanden. Keine Bohnen mehr. ein bisschen Privatsphäre vielleicht? Super. Ein Sprungbrett. Fühle ich mich gleich sicherer. Hoffe meine. Und das ist einer der geilsten Szenen, Stellen vom Spiel, weil. Ach ja, werden es gleich sehen. Und deswegen bin ich auch ein bisschen frustriert, weil ich jetzt gerade frustriert bin aufgrund von. Ich war nicht bereit. Ist mir scheißegal. Ich war halt leider, bin leider ein bisschen frustriert, weil. Oh, mein Kopf fühlt sich an, als hätte ihn jemand als Rambock benutzt. Geht's aber tief nach unten. Wieso war das da überhaupt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es einer der besten Stellen. Ups. Sorry, Chase. Aber ich bin jetzt halt wirklich leicht gereizt. Man merkt es vielleicht auch. Und jetzt ab nach unten. Bin ich froh, dass ich meinen Fallschirm heute eingepackt habe. Ein paar Ersatzhosen wären auch nicht schlecht gewesen. Ja, auf jeden Fall. Vorher freue ich mich nämlich noch auf den mit den MOV-Klaube. Da bin ich mal gespannt. Hey, du weißt schon, dass es einen Aufzug gibt? Nein,